Hallo und herzlich willkommen beim K1 Magazin. Gerade eben saß Horst Sobisch noch in seinem Hobbykeller vor seinem selbst gebastelten Flugsimulator. Sie haben es gesehen bei Mein Mann, sein Hobby und ich. Ja, und wir setzen jetzt noch einen drauf. Horst Sobisch muss nun zeigen, was er wirklich kann. Und zwar in einem echten Flugsimulator. Und die Strecke, die wir ausgesucht haben, hat es in sich. Es ist die wohl schwierigste in Europa. Britta Meyer war dabei beim Unternehmen Vom Keller in den Himmel. Mehr ziehen, bitte. Mehr ziehen, wir müssen mehr ziehen. Wir sinken zu stark. Mit der Verkehrsmaschine durch die Hochalpen. Kann ein Flugsimulatorpilot aus dem Hobbykeller das schaffen? Katastrophe ist das. Wird Horst Sobisch zum Bruchpiloten oder meistert er die Herausforderung? In Berlin erfüllen wir dem Kellerflieger Horst Sobisch heute einen Traum. In einem originalen Cockpit einer Boeing 737 hebt er ab. Aufregung hört ein bisschen dazu, das ist ja auch leistungssteigernd, aber ich sag mal, gut, ich habe bei mir ja auch einen Simulator stehen, aber es ist ja auch schön, wenn man mal auf einem anderen Muster fliegen kann und man sieht, was die anderen Kollegen auch so auf die Beine stellen. Ne? Berufspilot Mike Schindler wird mitfliegen. Wohin die Reise geht, erfährt Horst Sobisch bei der Flugbesprechung. So, da habe ich für heute mal eine kleine Route rausgesucht und zwar geht's von Frankfurt am Main nach Innsbruck. Innsbruck sagt mir ja sicher was, nicht? Nee, Innsbruck war ich noch nie. Waren Sie noch nie? Nein. Ja, das ist ja. Dann, ja, auf jeden Fall Innsbruck, einer der schwierigsten Flughäfen hier in Europa anzufliegen. Stopp mal. Muss das sein, dass wir nach Innsbruck fliegen? Horst Sobisch bekommt nicht ohne Grund einen Schrecken. Von Frankfurt am Main soll er die Boeing 737 nach Österreich fliegen. Der Flughafen Innsbruck liegt, eingezwängt zwischen hohen Bergen, im Inntal. Selbst erfahrene Berufspiloten brauchen eine besondere Ausbildung, um hier landen zu dürfen. Wer sich im Inntal einen Flugfehler leistet, der landet mit seiner Maschine ganz schnell unsanft an einer Felswand. Scheut der Kellerflieger diese Herausforderung? Ich habe in dem Keller noch nie angeflogen, weil kann ich nicht beantworten, warum nicht. Ich weiß bloß, dass er sehr schwierig ist zum Anfliegen. Vielleicht bin ich der Schwierigkeit aus dem Wege gegangen. Innsbruck liegt im Tal. Jeder, der schon mal in Innsbruck war, der weiß halt, es ist ein schöner Ausflugsort, aber für Flugzeuge nicht unbedingt ideal geeignet. Sie fliegen also tiefer als die Berge und befinden sich immer sehr, sehr nah an den Bergwänden. An der Seite des erfahrenen Piloten wagt Horst Sobisch den Flug nach Innsbruck. Die Maschine, die er heute fliegt, hat schon eine Notlandung hinter sich. 1998 kippte sie dabei um und das Cockpit wurde zum Flugsimulator umgebaut. Sie dürfen auf der linken Seite Platz nehmen. Seit September 2008 trainieren hier Piloten, aber auch flugbegeisterte Laien können stundenweise zum Kapitän werden. Einzelteile wurden zwar ab- oder umgebaut, aber Horst Sobisch fühlt sich wie in einem echten Flugzeug. Ich muss erst mal kurz das auf mich wirken lassen, das ist ja schon... Ich muss noch ein bisschen gleich die Knöpfe suchen, weil das ist natürlich alles ein bisschen anders, aber beeindruckend. Ich warte bloß darauf, dass wir die Freigabe kriegen, dass wir die Triebwerke starten können. Ich will jetzt auch los. Ne? Aber ohne Startfreigabe geht in Frankfurt am Main gar nichts. Auf dem drittgrößten Flughafen Europas starten und landen die Maschinen im Minutentakt. Und das ist auch im Simulator nicht anders. Ja, Foxtrot-Bravo-Triebwerke, Frankfurt, guten Morgen. Guten Morgen, die Foxtrot Bravo 339er Gate 102 requesting IFR clearance to Innsbruck Asphalt via Nobu. Profi Schindler übernimmt heute die Rolle des Co-Piloten und somit auch den Funkverkehr. Pilot Sobisch startet schon mal die Triebwerke. Okay, Triebwerk 1 stabilisiert. Okay. Machen wir Triebwerk 2. Und dann rollt Kapitän Sobisch seine Boeing 737 zur Startbahn. Der Simulator zeigt alles wirklichkeitsgetreu. Allerdings sind die Daten, mit denen er gefüttert wurde, 3 Monate alt. Horst Sobisch folgt den Anweisungen des Co-Piloten und rollt dann zu seinem Schrecken direkt auf ein Flugzeug zu, das gerade gelandet ist. Das darf aber nicht sein. Das müssen wir eigentlich mal einen Stopp machen. Katastrophe ist das. Ich roll jetzt da links vorbei, okay?